Schön um Asch. Einmal, oh geil, wo ist die Münze, ey? Auf da kann ich die mal reinlegen. Auf die Maurerbluse. Genau. So, jetzt gibt's noch mal so ein Quickie. Wir hatten auf alle? Unserem Kanal könnt ihr euch natürlich die Long Version, jetzt machen wir noch so eine Special Cut. Quickie-Lösung. Ja. Und zwar machen wir den großen Vergleich. Ja, warte, hier, habt ihr hier alles. Achso, hast du alles in der Hand. Warte, schön. Müssen wir eben sortieren. Ja, sortier dich mal. Du machst das ganz toll. Ich weiß. Das alte Handmodel. Ja, aber die Hand wird auch irgendwann mal, kommt auch an ihre Grenzen hier eindeutig. Ja, wie ihr seht, naja. Also erzähl mal was. Wir machen heute einen schönen Quickie-Vergleich nochmal. Machen wir für die Homepage. Genau, extra für unsere Werbezwecke. Genau. So, für den großen Heiligen. Wir haben ja einmal Funkel B letztes Jahr, Katan B dieses Jahr, Funkel D letztes Jahr, Katan D dieses Jahr, Funkel Super 2 letztes Jahr, Katan Super 2 dieses Jahr. So, das machen wir jetzt einfach mal. Einmal so hintereinander flott weg. Ja. Für die Werbeindustrie. Genau. Die muss ja auch leben. Oh, Alter. Gut. Sehr schön. Grüß Gott. Grüezi. Ist der aus? Naja. So, bild dir deine Meinung. Und das ohne Bildlesen immer. Ja, ja. Schon wieder hier. Ladehemmung. Mal ein bisschen weiter wegschmeißen. Boah, da habe ich am Sack gespürt, du. Also wir müssen auf jeden Fall ein Dezibel-Messgerät brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das sollte eindeutig sein. Ja. Hui. Oh, die hören sich auch schon so wie die Billigdinger an. Ja, ne? Ja. Das ist so wie so grüne Visco. Ne? Guck mal hier, wie genau. So platsch. So wie so einen nassen Sack fallen die zu Boden. Ja, ja, genau. Ja, komm, wir machen das anders. Wir wollen ja mit einem. Mit ja, was Gutem abschließen. Wir wissen ne? ja noch nichts. Wir wissen ja noch nichts. So, dann. Das ist der Katan. Der prompt ausgegangen ist. Tut uns leid. Ja, jetzt müssen wir improvisieren. Zum Glück haben wir ja noch schnell einen eingebastelt hier. Andere Seite. Ach du Scheiße, Alter. Wie kommst du denn da? Jo, ja gut, okay, muss ich hier so rein lönzen. Jo. Ja, herrlich. Oh ja, schön hat er das gemacht. Schön, oh, schönes Ding. Schön. Ja. Könnte aus dem Baumarkt sein. Ja, ich glaube auch. Boah. Ja. Du. Ja, ne? Also. Also ich glaube, alle Klarheiten beseitigt, ne? Alle Interessenten und Werbekunden irgendwo können jetzt eigentlich nur noch auf diese wunderbare Website. Also hier Stiftung Warentest. Stiftung Warentest, Gütesiegel CRL. Ja. Ne? Haben wir ja letztes Jahr eingeführt. Kann man so sagen. Also für. Nein, ist ja eindeutig, ne? Also das ist ja wirklich so. Funke CRL und für Katan leider genau. Ne? 5. Ich würde jetzt keine 6 verteilen, eine 5. Ich sag mal, das Label ist ja schick, der alte Hirte da drauf, das ist ja schon. Die Idee ist ja dahinter auch nicht schlecht. Die Ausführung, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Das ist natürlich auch schon ein Stück weit Blasphemie, ne, für sowas dann dafür zu verwenden. Aber gut, das soll ja hier relativ neutral bleiben. Genau, also ihr könnt ja, wie gesagt, euch selbst die Meinung bilden und ja, also wir sagen Funke. Ja. Fünke hoch und Dingenskirchen so leider den Dingenäumel. Tut uns ja auch leid, ne? Wir hätten uns ja auch gefreut, wenn beide gleichwertig sind, ne? Weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Oder ein bisschen besser wäre oder wie auch immer. Ne? Also, sind ja die alten Kaufmannsregeln. Aber gut. Ne? Wir haben ja, die haben jetzt ja wieder 365 Tage Zeit. Also ja. Ansonsten schöne Grüße an die Füße und am Bauch auch. Und Magic an Magic Fünke auch. Ja. Ausnahmsweise, weil er so ab und zu mal nett ist. Ausnahmsweise. Ja, wir wollen ja mal nie so sein. Nein. Ja. Wir müssen ja unsere Glaubwürdigkeit bewahren. Ja. Soll ich mal Stopp? Ja, ist so gut. So, ne? Tschüss.